Ferdinand Hirsi, ihr seid Chef der Folkgruppe, der blickt auf ein sehr gutes Jahr zurück. Was sind die Gründe? Ja gut, also es ist ein gutes Jahr, ein sehr gutes Jahr ist es nicht gewesen, es ist ein gutes Jahr. Wir konnten ein leichtes Plus schreiben und der Grund ist eigentlich, dass wir unsere Strategie, die wir jetzt seit 15 Jahren fahren, konsequent weiterfahren. Das ist die Nischenpolitik. Wir probieren noch bei den Leuten zu sein, geografisch noch, aber auch emotional noch. Man könnte lang im Dorf laden, man redet miteinander, es ist auch ein Treffpunkt. Mhm. Wie ihr seht, im Vergleich aber zu euren Mitbewerbern, seid ihr Status quo, ihr könnt sogar noch leicht zulegen. Sind das alle Gründe? Oder hat es noch andere Gründe, die zu diesem Wachstum geführt haben, zu den 0,5%? Es ist sicher auch eine Sache vom Mainstream. Also die kleinen Läden, die seit längerem tot gesagt sind, haben ein hartes Revival. Oder? Also die Leute gehen wieder gerne auch in kleine Läden, vor allem für den täglichen Bedarf. Das zeigt auch, dass die Grossen eigentlich die kleine Fläche wieder entdeckt haben und es wieder kleinere Läden gibt, vor allem im Convenience-Bereich. Ja, der hat jetzt gerade angesprochen. Das ist ja noch lustig. Eben, vor ein paar Jahren, das habe ich jetzt selber gesagt, hat man die Dorfläden eigentlich totgeschrieben. Das hat keine Zukunft. Das muss ja für euch auch eine Befriedigung sein. Der hat im Prinzip hat er recht. Der hat die richtige Strategie festgehalten. Ja, wir haben vor 15 Jahren angefangen, eigentlich keine Chance gehabt. Die haben wir gepackt. Mhm. Und ich sehe heute, dass wir etwas von weggenommen haben. Und, ja, man kann Freude haben daran, das ist klar, aber das kann man nur schnell, weil die Herausforderung für die Zukunft heißt, wie kann ich das behalten, wie kann ich den Erfolg konsolidieren, wie kann ich weiterhin erfolgen. Mhm. Der Rezoat vor der Bilanzmedienkonferenz, die Grossen, namentlich Coop und Mikro, versuchen natürlich jetzt auch in diesem Geschäft Fuss zu fassen, in den Dörfern. Macht mich das nicht Angst? Hat er da keine Bauchschmerzen? Nein, Angst und Bauchschmerzen nicht, aber Respekt natürlich. Oder? Das ist klar. Das heisst für uns, wir müssen die Plätze, die wir haben, noch besser belegen. Wir müssen unseren Job, den wir machen, mit der Freundlichkeit, mit der Nähe, noch besser machen, sodass die Leute, unsere Kunden, gar nicht auf die Idee kommen, noch jemand anders hinzukommen. Regionalität ist im Moment ein grosses Modewort, ein Trendwort. Auch wieder der Grossverteiler, Migro Lidl, das fahren da grosse Schienen. Wie sieht es bei Folge aus? Wird das ausbauen? Oder das für euch, ist das strategisch wichtig, das Thema? Es ist strategisch wichtig, nicht vom Finanziellen her, aber von den Emotionen her. Schau, das ist heute ein Trend, ich sage das richtig. Wir haben Feind vom Dorf etwa vor 12 Jahren gefunden. Wo wir gesagt haben, wir schauen die Produkte zu verkaufen, die im und ums Dorf abgebaut werden. Und das können nachher Produzenten, sind das Bäuerinnen oder auch Private, direkt im Laden vermarkten. Also von dort her ist es für uns nichts Neues. Es ist eigentlich immer etwas gesehen, wo es Bindung zum Dorf gibt. Und für uns ist eben, wie gesagt, nicht Umsatz wichtig, sondern einfach, dass man merkt, wir sind im Dorf, wir sind mit dem Dorf, wir sind mit den Leuten im Dorf zusammen. Mhm. Können das die Dorffilial oder die Dorffilialleiter, können die selber entscheiden, welche Produkte sie da aufnehmen, oder geht das genau? Das ist so. Wir haben gewisse Richtlinien, sei das von Kalkulation her. Natürlich müssen Qualitäten stimmen, das ist auch klar. Verpackungen muss stimmen, das ist aber nicht von uns vorgegeben, sondern mehr von der Lebensmittelgesetz her. Und wenn das alles stimmt, dann kann die Filialleitung, also die Ladenleitung, kann selber bestimmen, welches Sortiment das sehr junge Feins vom Dorf führt. Stichwort Einkaufstourismus ist jetzt von vielen Detailhändlern genannt worden in den vergangenen Wochen. Wie hat das sich auf Erfolg ausgewirkt? Ja, wenig oder wenn überhaupt indirekt. Oder? Weil man muss sehen, neben der Nische sagen wir ja, wir sind für den täglichen Bedarf zuständig. Also das, was ich Alltag brauche, nicht Wochenende Einkauf. Und das bedeutet, dass wir einen Kassenbon von 17 Franken ungerade haben, oder 17 Franken 50. Und für 17 Franken 50 geht ihr selten ins Ausland einkaufen. Also die müssen schnell euren täglichen Bedarf decken und das machen sie zu Fuß mit dem Velo, Trottinette, Auto oder wie auch immer. Und für das ist der Dorfladen am prädestiniertesten. Richtig boomen tut ja euer Geschäft, vor allem im Tankstellenbereich, die Tankstellen-Shops. Eine riesige Sache. Ihr wollt hier wieder fünf neue Filialen eröffnen. Geht das immer so weiter? Oder haben wir jedes Jahr den Wachstumsrat? Oder ist der Markt den schon mal gesättigt? Also, staune selber. Wir haben in der Schweiz 1750 Tankstellen-Shops. Und der Markt ist eigentlich noch nicht gesättigt. Wir merken noch keine Anzeichen. Das wird sicher nicht immer so weitergehen. Bei uns ist es so, wir sind mit unseren Tankstellen-Shops auch wieder ein bisschen anders. Wir sind auf dem Land.
zusammen mit einer Landi. Das ist halt nicht angelaufen, das ist nicht an der Autobahn, das ist nicht Stadt. Und dort ist sicher noch Platz und dort hat es noch freie Fläche, zusammen mit einer Landi solche Sachen zu machen. Wie weit das wird gehen, weiss ich auch nicht, aber das wird nicht unendlich. Wie ist der Startverlauf im 2016? Könnt ihr da schon etwas sagen? Wir sind verhalten gestartet. Also der Januar war ganz schlecht, wie im ganzen Detailhandel. Gründe weiss ich auch nicht, hätte man auch niemand sagen. Der Februar war gut und der März war auch gut. So, als wir den Januar schon mal wieder aufgeholt haben und jetzt eigentlich knapp vor uns. Vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wie sieht der Vorgeladen aus 2025 oder 2030? Hat er da schon eine Vorstellung? Nein. Wir sind dran, eigentlich zu überlegen, wie der Vorgeladen von außen 2020 aussieht, welche Entwicklungen wir haben. Aber weiter raus, keine Ahnung. Weil es hängt ja auch mit technischen Entwicklungen, mit Revolutionen mehr oder weniger zusammen. Weil wenn man vor 20 Jahren geredet hat von iPhone und so und Sachen, haben wir das auch noch nicht gewusst. Wir wissen nicht, was im 30 ist. Aber so überblickbare Zeit wird der Vollgeladen gleich sein. Einfach vielleicht ein bisschen attraktiver, ein bisschen moderner daherkommen. Herr Hirsig, merci vielmals für das Interview. Weiterhin viel Erfolg. Danke euch, merci vielmals.